Herzlich willkommen zur nächsten Zelda Wind Waker HD Episode hier auf We Play Games for You. Ich bin Suivo. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach den Triforce-Splittern. Haben ja jetzt hier in Preludien die Geschichte abgeschlossen. Hat ja eine ganze Weile gedauert das letzte Mal. Wir sollen als nächstes nach Ishtusk. Das ist auf B4. Und da sollen wir wohl mit dem Schiff eins rausfischen können. Anhand einer der Karten, die wir entschlüsselt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eins der Dinger ist, die wir schon haben. Wir gehen trotzdem jetzt erstmal hin. Einfach um sicher zu gehen. B4. Das ist das hier, genau. Da können wir sogar direkt hin mit dem Kanon des Sturms. Das ist ja perfekt. Ihr könnt den Schlüssel der Triforce-Karte ins Spiel. Schaut, welche Karte zu den Umrissen in der Karte und kommt auf das X zu. Jetzt braucht ihr den Splitter nur noch zu bergen. Das steht hier. Ich denke aber, das haben wir schon. Wo ist denn hier die Insel? Davon ist die Insel. Wir fahren einfach mal hin und gucken, ob wir da was rausfischen können oder nicht. Ich denke aber, das haben wir gemacht. Ich glaube, damals, als wir nachdem diese Mondgeschichten und so gemacht haben, haben wir die, denke ich, rausgezogen. Die ganzen Kacken hier. Können ja einfach mal gucken. Triforce-Karte 1 und Triforce-Karte 2 ist fertig. Triforce-Karte 1 sieht schon so aus wie Ishtusk. Ja, gut, das haben wir. Dann brauchen wir hier gar nicht groß weiter rummachen. Gucken wir mal nach dem nächsten. Das nächste soll auf E5 im Niemandsland sein. Ich wollte schon Nimmerland sagen. Also bei Peter Pan sind wir dann doch noch nicht angekommen. Okay, gucken wir mal. Kanonen wieder. Niemandsland ist ja jetzt unser Land. Das ist, wie kommen wir da hin? E5, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4 und 1 drunter wahrscheinlich dann. Okay. Dafür brauchen wir den Greifhaken. Und damit sollen wir uns durch den Kamin in unserem Haus schlängeln. Interessante Geschichte, finde ich. Schauen wir mal. Können wir den gleich mal drauf nehmen, die ganze Geschichte. So, Ivos Land ist gleich niemands Land. Also sind wir richtig dahin unterwegs. Okay. Das da dürfte das Haus schon sein, denke ich mal. Also die Insel zumindest. Würde gut passen. Denke ich. Sieht auch gut aus. Das dürfte es sein. Da war ja auch noch dieses blöde Puzzlespiel. Ich bin froh, dass wir das nicht fertig machen müssen. Für das Triforce-Teil. Ich glaube, wir sind gerade am Hochgehpunkt vorbeigefahren. Da reden wir doch gerade nochmal eine kleine Runde. So. Und runter hier. Rauf da. Und rein da. Oh, unser Briefkasten wackelt. Das ist ja interessant. Bin hier mal gespannt, was wir da jetzt bekommen. Guten Abend. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Dieser Brief ging per Nachname. Das macht 10 Rubine. Ist Ihnen das recht? Aber ja. Schauen wir mal. Ich grüße Sie ganz herzlich als VIP-Kunden bei uns. Vielen Dank, dass Sie immer bei uns Tiere-Händlern einkaufen. Auf Ihrem Punktekonto sind 30 Punkte zusammengekommen, sodass wir uns erlauben, Sie mit dem heutigen Tag zu einem unserer VIP-Kunden zu machen. Jeder unserer VIP-Kunden erhält als besonderen Bonus einen Laudatio-Schein, der in allen landesweiten Filialen gültig ist. Bitte lösen Sie ihn bei einem Tiere-Händler in Ihrer Nähe ein. Ich hoffe, Sie auch weiterhin als treuen Tiere-Kunden begrüßen zu dürfen. Tiere, was bringt er uns? Hier ist nicht ganz klar, was das mit diesem Schreiben genau auf sich hat, aber man sollte es bei einem Tiere-Händler vorzeigen. Okay, aber wenn wir irgendwie mal einen sehen, gehen wir mal dahin. Vielleicht kriegen wir ja dafür dann ein Herzteil. Vorstellen kann ich es mir zumindest. So. Das ist ja das blöde Spiel. Achso, Greifhaken muss das hier dann sein. Aha, okay. Das habe ich letztes Mal überhaupt nicht gemerkt, glaube ich, dass es hier sowas gibt. Ah,
Aha, okay. Ist ja cool. Hier hoch will ich nicht wieder. Frage ist, wo müssen wir denn hier rum? Genau. Hier geht's weiter runter. Weiter runter ist immer gut, denke ich. Ducken. Wir sollen uns ja wohl nicht hier durchducken, oder? Doch, Tatsache. Ist ja krasser Shit. Hab nicht gedacht, dass sie da durchpassen. Okay. Ich hoffe, wir drehen jetzt nicht nur einmal im Kreis oder so. Immer hier rum. Als erstes. Darum. Das sieht doch gut aus. Vielleicht nicht ganz so gut, aber okay. Dann gucken wir mal, wie wir hier wieder zu der wegkommen. Aber hier ist bestimmt irgendwo dann auch die ganze Geschichte, die wir brauchen. Wir gehen jetzt nicht rechts, sondern links, weil das wäre vorhin geradeaus gewesen. Dann müssten wir jetzt vielleicht wo ankommen. Okay, hier ist eine Leiter nach oben. So, auf jeden Fall eine andere Leiter als die, von der wir gekommen sind. Okay, was ist hier los? Hier sind Schalter. Brauchen wir einen Hammer für? Gucken wir mal. Hammer. The Bam. The Bam. Die Frage, links oder rechts rum? Da geht's runter. Gucken wir da vorne mal. Hier geht's wieder raus, oder was? Ah. Ah, okay, hier geht's also raus. Das heißt, wir müssen erstmal hier rum. Ist ja logisch. Irgendwo. Blöde Ratten hier überall. Lass mal wegstecken. Und dann rein da. Hier rum. Darum. Darum. Gibt ja nur den einen Weg hier gerade. Was haben wir hier so? Wo ist die denn? Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt reinfallen, oder? Versuchen es einfach mal. Ja, hier sind Gegner und Ratten, die uns vorschlagen. Cool. Ja, da bin ich auch. Reiche halt mal eine Runde. Da ist ein Geheimgang, okay. Ist ja interessant. Wahrscheinlich kommt man da aber nur wieder raus, schätze ich jetzt einfach mal. Ist halt ein bisschen heftig. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wo wir hier rum müssen. So stehen wir leider nicht im Guide. Macht aber auch nichts. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Denke ich. Zumindest. Hier rum. Alles klar, hier geht's wieder hoch. Ich finde hier aber nie wieder raus. Ich hoffe, euch ist das klar. Also mir ist es zumindest klar. Ah, hier ist das Teil auf jeden Fall. Sehr gut, also das haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir hier nur noch weg. Außer es ist ein Fake. Und hier ist gar kein Teil, das wäre lustig. Ein bisschen zumindest. So. Zack, das muss das nächste Splitterteil sein. Genau, alles klar. Zwei weitere noch. Dieses Muster soll den Wind symbolisieren, das ist ja toll. Hauen wir mal drauf, würde ich sagen. Hoffentlich kommt man hier irgendwie wieder easy raus. Ah, hier sind wir doch wieder in dem anderen Gang. Hier kommt man doch bestimmt raus, oder? Das sucht hier raus. Danke. Vielen, vielen Dank. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann gucken wir mal, was der Guide als nächstes vorschreibt. Achso, da kriegt man. Hier steht sogar, wo wir hätten rumgemusst. Das ist ja lustig.
Okay, als nächstes haben wir nach Capo Grande. Okay, den haben wir aber schon geholt. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch der Flugfelsinsel. Und berg den Splitter aus dem Meer. Aus dem G6 sollen wir dafür gehen. Capo Grande haben wir ja das letzte Mal gleich mitgemacht, als wir schon da waren für den anderen Splitter. So, dann gucken wir mal, wo ist unser Schiff wieder? Das ist ja immer ein bisschen versteckelt. Da ist es. Das heißt, wir müssen als nächstes nach G6. Okay. Kanon des Sturms wieder. Oh, das war falsch. Zack, zack, zack und zack. Und G6 ist hier drüben irgendwo. Ich glaube aber 3, 4, 5, 6. Das ist am besten, wenn wir hier nach Tantopia gehen. Orientiert euch an der letzten Triforce-Karte und bergt den Splitter aus dem Meer. Okay. Interessante Geschichte. G6. So, hier müsste es ja sein. Jetzt gleich. Schauen wir mal. Dum, dum, dum. Flugfelsinsel, stimmt schon mal. Da ist er, denke ich. So, hier. Okay, perfekt. Gucken wir, ob es da wirklich der Splitter ist. Was war das denn? Hatte ich ja noch nicht, glaube ich. Gucken wir mal. Jetzt haben wir die Kiste. Hoffentlich ist er auch drin, ne? Okay. Der Guide sagt, das nächste ist, kriegen wir vom Geisterschiff. Dafür brauchen wir erst die Geisterkarte. Begebt euch also zur Rhombusinsel nach A6. Okay, Rhombusinsel A6. Machen wir das doch als nächstes. A6, dann gehen wir am besten hier hin. Wieder mal. Ja, das ist dann Gott sei Dank der letzte Splitter. Man müsste da eigentlich nur noch der Endboss kommen. Denke ich zumindest. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was rede ich denn da? So. A6. Ich küsse ihn hier. Zieht euch mit dem Enterhaken nach ganz oben und lasst euch in das Loch fallen. Springt in den Teleporter, geht im nächsten Bereich rechts in die Ecke durch den Teleporter. Wie auch immer, den Weg dahin tun wir uns dann selber angucken. Wir müssen nur erstmal wissen, wo wir hin müssen. Also A6 ist jetzt eins noch nach links. Und dann müssen wir uns irgendwie nach oben ziehen mit dem Enterhaken. Können wir den Enterhaken ja schon mal da drauf nehmen? Wie viele Teile es da einfach nur mit dem Enterhaken zu holen gibt? Absichtlich so gemacht, weil es das letzte Ding ist, was man irgendwie bekommt. Finde ich ein bisschen uncool, muss ich sagen. Rhombusinsel erreicht. Ich denke, hier oben, das ist es dann auch. Wenn wir uns da dran hochziehen sollen. Das sah doch schon geisterschiffmäßig aus, sah das eine Ding. Zack. Okay. Hoch da. Dahin, genau. Perfekt. Zack. So. Ins Loch sollen wir uns fallen lassen. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir das genau machen müssen. Ach halt, das haben wir doch, haben wir das nicht schon gemacht? Sowas haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Oder sowas ähnliches wahrscheinlich, wo wir die ganzen Feuer angeschossen haben. Okay, wir sollen also hier in den Teleporter rein. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt selber und machen das nicht nach Guide. Das ist ja uncool sonst. Okay, jetzt sind hier zwei Stück irgendwie. Den hier. Wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen, weil das ist immer so ein bisschen der Trick, erstmal das Weite wegzugehen, finde ich. Okay, jetzt habe ich getroffen. So, gucken wir mal. Okay, was ist hier los? Hier ist wieder der Anfang, wenn ich das richtig sehe. Okay, also müssen wir doch in den anderen gehen.
Sollen wir recht sein? Teleporter-Spielchen hier. Dann gehen wir doch da rein, wenn da rausgeht. Würde ich sagen. Frage ist, wo kommen wir raus, wenn wir wieder in denselben reingehen würden? Das ist eine interessante Frage, oder nicht? Ach, die erzeugt noch so. So, dann gucken wir mal. Das hier gehen wir einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung. Wir werden ja sehen, wo wir da rauskommen. Sieht noch was anderem aus. Anderes ist immer schon mal gut, würde ich sagen. Gehen wir mal da rein. Ich muss eh raten, von daher. Was soll it? Ist wieder was anderes. Ja, die Kiste, vielleicht haben wir es gleich von Anfang an geschafft. Das wär's ja. Wobei es halt dann wirklich lucky wäre, einfach nur. Die Geisterschiffkarte. Okay, da haben wir die jetzt. Mal gucken, was der Geist jetzt als nächstes sagt. Lasst euch runterfallen, nehmt den Hilfekreis zur linken, dreht, bla bla bla. Sobald ihr die Karte habt, begebt euch nach draußen, ändert die Tageszeit auf Nacht. Das Schiff taucht an folgenden Orten auf: E1, A6, F5. Alter, wie viele sind denn das? Okay. Dann müssen wir jetzt also als erstes hier mal bei der Rhombos-Insel gucken. Da ist nämlich bei abnehmendem Vollmond ist hier der Gram. Soll hier das Schiff sein. Dann tun wir erstmal Tag-Nacht-Musik spiele. Okay. Das ist ja krasse Scheiße. Heftig, heftig. Dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Tageszeit, Nachtzeit sieht man gar nicht. Wo ist mein Schiff? Oh, die Shit, wo ist mein Schiff? Liebe Leute, wo habt ihr mein Schiff gelassen? Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Ich sehe hier noch gar keine Tag- und Nachtzeit. Wahrscheinlich erst, wenn ich auf dem Schiff bin. Weil wir müssen gucken, was für eine Nachtzeit wir quasi haben, um herauszufinden, wo wir hin müssen. Was ist denn das für eine Nachtzeit? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Was könnte es sein? Also Vollmond ist es nicht. Es ist auf jeden Fall ist es ein abnehmender Vollhalbmond oder was ist es? Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Nach oben offene Sichel. Sichel ist es nicht. Halber zunehmender Mond. Könnte das ein halber zunehmender Mond sein? Wie kriege ich denn raus, ob der zunimmt oder abnimmt? Wir haben abnehmenden Vollmond. Das ist es jetzt nicht unbedingt. Das heißt für mich auch, das ist ein halber abnehmender Mond. Das müsste also F5 Isla Bomba sein. Gucken wir mal. F5, A, B, C, D, E. F5 ist dann am ehesten das hier. Ja, gut, gehen wir mal hin und fahren ein Stück nach oben. Ob ich richtig liege oder nicht. Das ist ja krass, der Scheiß. Ich hoffe, dass die Tageszeiten jetzt hier bleiben, wenn wir rumwarpen. Quasi. Okay. Jetzt sieht das aber auch schon wieder anders aus, da unten der Mondgedöns. Ich denke, es müsste ein halb abnehmender Mond sein. Oder nicht? Das davon ist doch das Geisterschiff, oder? Könnte es sein. Sollen in die Geisterschiffe hineinziehen und alle Gegner besiegen. Vielleicht ist es ja, brauchen wir das nur einmal machen, das wäre ganz cool. Muss ich sagen. Das sieht schon gefährlich aus. Hä? Schwimmen, also wird es wahrscheinlich nicht vom Bord ausgehen. Von Bord gehen und reinschwimmen, gucken wir mal. Würde ich sagen.
Also ist es irgendwie weg. Aber wir müssen bestimmt die Geisterkarte öffnen erstmal. Jetzt ertrinken wir hier gerade, das ist nicht ganz so prickelnd. Das quält mir jetzt irgendwie nicht so ganz. Aber das hat nichts damit zu tun gehabt, dass wir die öffnen müssen. Jetzt wird wieder weg vom Vollmond, also ist das Schiff wieder weg. Na super. Okay. Schwimmt in das Geisterschiff hinein und besiegt alle Gegner. Jetzt nun halt hier den letzten Trick ausbilden und dann zurück nach Hyrule. Ist ja toll, dass wir das aber irgendwie nicht hinkriegen. Da reinzuschwimmen, das check ich noch nicht so ganz. Gucken wir mal, wenn es jetzt wieder hell ist, wieder Nacht zu machen. Gucken wir mal, das ist jetzt eine nach unten geöffnete Sichel, also so sind G7, Isla Cassiopeia. G7 können wir eigentlich hinfahren, das geht schneller. Und G7 müsste ja ganz unten sein. Wollen wir eigentlich weiter, wenn wir die Karte angucken? Ja, tun wir. Okay. Was sollen wir mit dem Kram jetzt hier anstellen, ist die Frage. Also ich weiß, wo es kommt, aber ich weiß noch nicht, wie wir da reinkommen. Oh, das wollte ich nicht. Ich drücke jetzt mal einen falschen Knopf, wenn ich springen will. So, jetzt hier ganz unten muss es jetzt irgendwie kommen. Hier irgendwo. So langsam können wir es zu Gesicht bekommen. Isla Cassiopeia, jetzt sind wir hier. So, hier müsste jetzt irgendwo das Ding sein, meiner Ansicht nach. Sehen tue ich es aber noch nicht. Ah, das ist wahrscheinlich nach oben geöffnet, so rum ist das gedacht. Okay, dann müssen wir nach C2. Nach C2, hoffentlich kommen wir da überhaupt rechtzeitig hin. Nach Portemonnaie und dann eins nach drüben. Das können wir schaffen. Oh man, jetzt weiß ich, wie das gemeint ist. Die obere Seite ist offen, also ist das so rum gemeint. Oh man, bin ich blöd, ey. So, hier drüben muss das jetzt eigentlich sein. Das blöde Schiff. Und das ist ziemlich schnell, bevor es dunkel wird. Wieder hell wird. So rum ist gemeint. So, hier muss es jetzt irgendwo aber sein. Schauen wir mal. Check das Ganze noch nicht so hundertprozentig. Da hinten ist es. So viel ist klar. Aber wie soll ich da reinschwimmen? Ich stehe einfach nur, schwimmt in das Geisterschiff hinein und besiegt alle Gegner. Super. Dass es despawnt, interessiert ja niemanden, oder wie? Aha. Okay. Okay. Ja, das muss ja mit dem Licht machen. Ich erinnere mich. So. Das ist ja sichtbar, genau. Okay, den haben wir wohl. Machen wir dich erstmal hier mit der Mitte. Komm, komm, komm. Scheiß Kopf. Abmarsch, Abmarsch, Kopf. Okay. Oder setz dich wieder zusammen, das Biester. Jetzt nicht so Bock drauf, aber was soll's, kann's ja nicht ändern. Mal den erstmal kaputt hier.
Target bekommen, bitte. Jetzt los, er hat uns der Dings. Ja, ich bin ziemlich beschissen hier, ne? Komm schon, für den anderen, danke. Okay, den haben wir, glaube ich. Und jetzt hier kaputt. Komm. Ich glaube, er ist kaputt. Weiß, ob das jetzt alle waren. Glaube schon. Okay. Ein paar Pfeile gibt es auch noch. Sind wieder Pfeile voll. Sehr gut. Warum ist das hier der richtige Gang? Okay. Was war das denn? Oh Mann. Was denn ein Dreck. Aber ich glaube, es ist der letzte Splitter. Gehst jetzt herein, alter Schwede. Was brauchen wir denn? Wofür brauchen wir denn die ganzen Rubine noch, die wir jetzt hier zum Ende des Spiels noch bekommen? Das macht doch gar keinen Sinn. Quasi so hier, jetzt bereitet euch mal besser komplett vor, so gut wie möglich. Damit ihr dann beim Endboss alles habt, oder was? Macht schon Sinn. So. Das muss jetzt der letzte Splitter sein. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce des Mutes vervollständigt. Okay. Sehr schön. Gut, da setzt sich's zusammen. Sehr geil. Und jetzt? Sehr gut, Sio. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Schnell, wir müssen nach Hyrule eilen. Ja, das heißt, wir müssen also jetzt wieder da in diese Zeit zurückreisen quasi. Und ja, würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Wir speichern jetzt hier an der Stelle erstmal, damit es nicht wieder verloren gehen kann. Haben das Ganze jetzt nach Guide gemacht. Ich sag's extra nochmal, nicht, dass irgendjemand denkt, oh, der schummelt oder sowas. Ja, und dann machen wir das nächste Mal in Hyrule weiter Richtung, ja, Endboss. Danke schön mal fürs Zusehen und bis denne. Ciao, ciao.